Hallo, mein Name ist Philipp Jansen und in diesem Video soll es um das Thema Reflektoren gehen. Reflektoren, das sind diese kleinen Geräte, die man manchmal sieht bei Videoproduktion, wo die dann so eine Art Spiegel haben und das Ganze dann reflektieren. Und ich werde euch in diesem Video einen 5-in-1 Reflektor präsentieren, euch dazu Tipps geben und auch Hinweise geben, wie faltet man ihn zusammen, wie sollte man ihn einsetzen, was sollte man nicht damit tun, etc. pp. Dieser Reflektor wurde mir freundlicherweise von T-Mark bereitgestellt, das ist ein größerer Online-Shop. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch einen direkten Link zu diesem Reflektor. Den könnt ihr sehr, sehr günstig erwerben. Aber kommen wir jetzt erstmal direkt zu dem Reflektor. Das hier ist erstmal die Tasche, in der geliefert wird. Das ist einfach eine ganz normale Tasche mit einem kleinen Tragegriff praktisch dran und einem Reißverschluss. Jetzt fragt man sich, okay, warum ist der denn so verpackt? Abgesehen davon, dass er dreckig werden könnte. Es hat noch einen anderen Grund. Und zwar, wenn ich den hier mal aus der Tasche raushole, dann sehe ich, dass dieser Reflektor dieses kleine Ding hier ist. Und ja, super, irgendwie ein bisschen klein. Wie soll ich damit dann großartig Licht reflektieren? Aber was passiert, wenn ich den mal an den Seiten packe? Er wird richtig schön groß. Das ist nämlich so ein Reflektor, der misst jetzt in diesem Fall hier 60 cm. Ist also schon etwas größer. Es gibt ihn auch noch in kleiner und noch in ganz groß. Und damit können wir schon dann ungefähr die Oberhälfte des Körpers ausleuchten. Das geht damit, auch das Gesicht ganz besonders, das ist kein Problem damit. Wenn ich aber zum Beispiel Ganzkörperaufnahmen machen will, dann sollte ich doch schon einen großen Reflektor nehmen. Brauche ich nur irgendetwas Kleines, eine Schnecke oder so, die ich gerade filme und die will ich ein bisschen anleuchten von der Seite, damit die Ausleuchtung auch richtig gut rüberkommt, dann brauche ich natürlich nur einen ganz kleinen Reflektor. Aber wozu braucht man das? Ich habe es jetzt schon in gewisser Weise ein bisschen erwähnt. Und zwar kann man sich folgende Situation einmal vorstellen. Man ist draußen im Freien und will dort Filmaufnahmen machen. Man findet gerade eine schöne Stelle unter einem Baum und man denkt sich, ja, das ist eine gute Stelle, aber es ist dort zu dunkel. Irgendwie muss ich meinen Protagonisten, meine Protagonistin besser ausleuchten. Wie mache ich das? Ich könnte jetzt natürlich lauter Equipment ranholen, ganzen Lichtwagen und so weiter, alles mögliche, Batterien aufstellen, weil keine Steckdose in der Nähe ist und so weiter. Das geht aber deutlich einfacher, indem ich einfach die Lichtquelle schlechthin, die auch schön umsonst ist, nehme, nämlich die Sonne. Wir kennen das alle auch schon aus dem Schulunterricht. Damals hat man gerne ein Geodreieck genommen und dann seine Mitschüler damit geblendet. Und nichts anderes ist dieser Reflektor, praktisch ein größeres Geodreieck, wo ich dann aber gezielt das Licht verwende, nicht um die Leute zu blenden, sondern um sie genügend auszuleuchten. Dann brauche ich nämlich auch kein großes Lichtequipment mitnehmen, sondern kann einfach diesen Reflektor dafür nehmen. Das ist also das Prinzip dahinter. Und wie gesagt, je nachdem, wie viel auch aufnehmen, müsst ihr natürlich auch entsprechend dann einen großen oder kleinen Reflektor nehmen. Hiermit könnt ihr also wirklich Oberkörper ausleuchten. Mehr geht nicht. Es kommt auch immer darauf an, wie ihr ausleuchtet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diese goldene Seite nehmt zum Ausleuchten, dann merkt man es schon sehr, sehr stark, wenn man nur den Oberkörper ausleuchtet und der Rest, der bleibt dann irgendwie normale Lichtstärke oder normales Licht. Das sieht dann schon irgendwie komisch aus. Deswegen müsst ihr dort wirklich als Tipp bedenken, dass ihr passende Größe des Reflektors je nach Filmsituation wählt. Ich würde euch das ganz gerne auch draußen zeigen, nur die letzten Tage war es furchtbar heiß, da war es viel zu heiß draußen Filme zu drehen. Jetzt ist es total bewölkt draußen und ja, folglich habe ich mir hier meine eigene künstliche Sonne rangeholt und ich werde euch dann hier diese verschiedene 5-in-1 Funktionen zeigen. Die erste Seite seht ihr hier, das ist hier so eine goldene Seite und auf der Rückseite finden wir eine weiße Seite. Die goldene Seite erzeugt ein schönes warmes Licht beim Reflektieren, während die weiße Seite einfach nur einen sehr normalen Weißton reflektieren. Ein bisschen steril vielleicht, aber es reflektiert auf jeden Fall schönes Weiß. Ich könnte auch, wenn ich es ganz, ganz günstig haben will, auch eine Styroporplatte dafür nehmen oder ein großes weißes Blatt Papier. Aber Styropor ist natürlich doch schon laut, wenn man sie bewegt, ganz besonders, wenn der Wind noch hinzukommt. Und von daher ist doch so ein Reflektor doch eine bessere Lösung. Aber schauen wir uns doch mal die Wirkung an. Ich mache mal hier meine Imitationssonne an. Die braucht noch ein bisschen, bis sie wirklich auf volle Lichtstärke kommt. Aber es wird schon recht hell. Und ich darf bei so einem Reflektor hier nicht vergessen, dass Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist. Heißt also, wenn ich dann jemanden ausleuchten will, muss ich mich entsprechend dann hinstellen und den Reflektor entsprechend dann halten, um die jeweilige Person dann auszuleuchten. Wie wir jetzt sehen, kann man hier so ein schönes, leuchtendes Gelb erzeugen. Das erinnert schon so an ungefähr
Sonnenuntergangsstimmung. Sollte man natürlich dann auch gezielt einsetzen, wenn man das haben will. Will man doch etwas steriler das haben, kann man natürlich die Rückseite, nämlich die weiße Seite, benutzen. Das wirkt dann doch schon angenehmer. Und wie gesagt, ihr müsst die passende Größe wählen, weil das sieht sonst doof aus, wenn ihr dann nur den Oberkörper insgesamt golden habt. Aber wenn man den restlichen Teil sieht und er ist nicht golden, das wirkt schon sehr, sehr komisch. Damit hätten wir also zwei Seiten. Die goldene Seite reflektiert am heftigsten. Die weiße Seite ist recht neutral, also reflektiert recht wenig. Aber das waren natürlich noch nicht alle Funktionen. Das waren jetzt nur zwei Funktionen. Hier oben haben wir außerdem eine Schlaufe, wo wir dann diesen Reflektoren festhalten können und können ihn auch irgendwo an ein Stativ dranhängen. Aber die weiteren Funktionen verbergen sich hier hinter, nämlich hier an der Seite gibt es einen Reißverschluss. Da kann man das Ganze nämlich hier aufmachen. Einmal komplett rumgehen und man sieht, hier ist eine Hülle praktisch. Ich habe hier noch mehr Seiten und mehr Möglichkeiten. Nämlich einmal eine silberne Seite und eine schwarze Seite. Und natürlich das Innere vom Reflektor selber. Dies hier, das sieht man auch, hier kann man die Hand gegenhalten und die sieht man auch. Das ist praktisch nur ein Diffusionsfilter. Heißt also, ich kann das hier dann auch gegen die Sonne einfach halten, um entsprechend das Licht diffuser erscheinen zu lassen und somit die Schatten deutlich weicher zu machen. Das sieht man auch ungefähr an der Wand. Es wird dadurch noch diffuser. Hier ist jetzt natürlich schon ein Diffusor davor, aber ich kann das dann einsetzen und schön gegen die Sonne halten, dass dann auch das Licht diffuser wird. Das ist also die dritte Funktion. Aber gucken wir uns jetzt nochmal hier diese Rückseiten an. Dazu gehen wir einfach hin. Hier oben ist immer die Aussparung, wo auch hier dieser kleine Gurt durchkommt. Den können wir einfach durchziehen, das Ganze wieder hier drauflegen und einfach rundherum wieder zumachen. Und schon haben wir die anderen Seiten aufgezogen. Da hatten wir einmal die silberne Schicht, die reflektiert ungefähr nur halb so viel wie die goldene Schicht. Und die schwarze Schicht. Die schwarze Schicht reflektiert natürlich auch überhaupt nicht. Die kann ich perfekt einsetzen, um Schatten zu erzeugen. Heißt also, wenn ich jetzt irgendwas mit der schwarzen Seite hinhalte gegen das Licht, kann ich schön abdunkeln und kann das dann perfekt einsetzen, um irgendwelche Lichtquellen dann auszublenden. Dafür kann ich die schwarze Seite einsetzen. Mit der silbernen Seite können wir natürlich auch wieder hier schön reflektieren und unsere Personen dann entsprechend ausleuchten. Silber ist recht neutral, ist nicht so warm wie Gold, aber damit können wir auf jeden Fall unsere Protagonisten auch sehr, sehr schön ausleuchten. Jetzt noch ein paar kleine Tipps, wie man insgesamt mit dem Gerät umgehen sollte. Man sollte nicht hingehen und erstmal das so gegen die Sonne halten, nicht sich dahinter verstecken, weil dann seht ihr auch nicht, wie es ausleuchtet. Am besten immer irgendwie so ein bisschen seitlich hinstellen und dann schön leuchten und gucken, wohin ihr leuchtet. Nicht einfach blöd hinstellen und irgendwie, oh, passt schon, so wie es jetzt ist, sondern wirklich die Leuchte so umlenken, dass man wirklich auch sehen kann, was man anleuchtet. Das ist schon mal wichtig. Wenn ihr solche Situationen habt, dass die Person sich bewegt und ihr müsst da mitlaufen, müsst ihr das Ganze üben. Da kann man nicht generell sagen, ihr müsst da unbedingt den so halten oder in dem und den Winkel, sondern das erfordert sehr, sehr viel Übung. Das müsst ihr ausprobieren und trainieren. Wenn natürlich eure Leute stehen und ihr dürft die so ausleuchten, dann ist das recht einfach. Es muss aber trotzdem geübt werden und ihr müsst natürlich schauen, dass das Bild sehr, sehr gut aussieht. Dann als weiteren Tipp ist noch zu nennen, dass ihr natürlich nicht die ganze Zeit das halten müsst. Es gibt auch extra spezielle Halter bzw. auch Armstative dafür. Da könnt ihr das Ganze dann einklemmen und dann wird das die ganze Zeit gehalten. Beachtet aber, dass dieses Gerät wie ein Segel wirkt. Heißt also, ihr solltet das nicht bei sehr, sehr stürmigem Wetter machen, weil sonst kippt ganz schnell das Stativ dann damit um. Und auch so ist das Problem, wenn es sehr, sehr windig ist und ihr steht da draußen und die ganze Zeit ist das am Wabbeln, dann verändert sich das Licht natürlich auch entsprechend. Und das sieht man auch ganz besonders in der Aufnahme. Und das sieht dann auch sehr, sehr komisch aus, wenn dann eure Person irgendwie so plötzlich immer so ein Schimmern im Gesicht hat, als würde er gerade beim reflektierenden Bach oder so stehen. Deswegen beachtet das, dass ihr den möglichst festhaltet und dann auch schön ausleuchtet und nicht irgendwie Zuckungen hinzukommen oder der Wind hier reingreift. Das wird auch natürlich zunehmend schwerer, je größer der jeweilige Reflektor ist. Das waren eigentlich so die groben Tipps, die ich euch geben kann und die verschiedenen Funktionen von diesem Reflektor. Also denkt daran, Wind solltet ihr vermeiden. Ihr solltet immer schön gucken, was ihr ausleuchtet, nicht irgendwie dahinter verstecken. Ihr solltet es trainieren, wenn ihr damit rumlaufen sollt, um jemanden auszuleuchten.
Ihr solltet euch im Klaren sein, dass es insgesamt 5 Funktionen gibt und wo man die verschiedenen Funktionen einsetzt. Natürlich kann man das Ganze auch festmontieren an ein Stativ. Am Anfang haben wir gesehen, dass man es irgendwie zusammenfalten kann und das ist eigentlich der schwierigste Part an diesen Reflektoren überhaupt. Man kann es eigentlich ganz einfach machen. Man nimmt den Reflektor genauso wie ein Lenkrad. Also rechts und links fasst man an. Jetzt geht man hin und dreht eine Hand um. Man dreht den Reflektor praktisch zu so einem Unendlichkeitszeichen und geht dann zum Beispiel mit der rechten oder linken Hand über die andere Hand so drüber und schon hat man das Ganze gedreht und kann es wieder reinpacken in die Tüte. Deswegen auch noch die Tüte, nicht nur damit es dreckig wird, sondern auch, wenn ihr es dann fallen lasst, dann kann das ganz schön auseinanderploppen und das wäre natürlich auch unangenehm, wenn ihr das Ganze im Koffer transportiert. Deswegen auch die Tüte dazu. Da könnt ihr das Ganze dann einfach so reinpacken, zumachen und alles ist wieder paletti, ihr könnt es wieder mitnehmen. Das wäre es soweit von mir. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt ruhig in die Kommentare rein, sagt eure Meinung und wenn sich noch irgendetwas Neues ergeben sollte, Positives oder Negatives zu diesem Reflektor, den ich gekauft habe, oder mir noch irgendein besonderer Tipp einfällt, würde ich das natürlich entsprechend in der Videobeschreibung ergänzen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Bericht. Ciao!